Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, So, genau, mit dir, dem Herrn und dem Gleich. Herrn Sofort. Nebendran. Nebendran. So, Und ja, so und aus dem Haus bist du nicht mehr gleich. wir machen wieder ein Combo Mastery Video und schauen einfach mal, was gibt's denn da heute. Ja, fangen wir mal an mit einer Karte. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal gesehen habe. Gibt's die eigentlich auch in Legendary mit der Lila? Geh mal bitte runter. Ja. Nee, noch weiter runter, ob es eine Legendary. Nein, Nein. nee, es gibt ja nur die Slurm. Es ist ja nur die Slurm-Karte. So, die Slurm Toll. Queen. Manche kennen die überhaupt nicht. Ich kenne die Karte noch. Ja, aber ganz ehrlich, ja, ist jetzt nicht wirklich der Bringer, ja. So, dann dafür 500 Gems. Naja, egal. So, lieber sollen sie die schlechten Kombos nach links packen und die guten nach rechts. Also, dann geht's weiter mit Maracas-Bieter. Den spiele ich auch manchmal noch. Also, weil ich gerade die Furzschule für Hochbegabte habe. Und den Pieter spiele ich halt ganz gerne. Und es kommt halt manchmal auch vor, dass man einfach eine Karte vor sich hat mit Mauer, wo man jetzt nicht wirklich viel weiterkommt, und dann kann man auch mal einen Maracas-Bieter davor setzen. Der bricht dann wenigstens durch das Mauerwerk und hat selber noch einen eigenen Schutz. So, dann haben wir hier, aber trotzdem will ich keine 500 Gems vorausgeben. Habe ich sowieso gerade nicht, 471. So, dann gehen wir auf das nächste. Bender is great, 134. Nein, Alter. Bender ist Grade 34. 34. Alter, was hab ich den Burger-Boss geliebt, ne? Ich habe ja lange Zeit damals noch die Pro-Pain gespielt und den Burger-Boss. Ja, gerade wegen diesen ganzen Gamer-Kombos. Bender is great. War eigentlich auch ganz cool, aber sorry, jetzt braucht das aktuell keiner mehr. Naja, gibt es eigentlich irgendwie. Nur, es gibt nur die paar Dinger, ne? Den X-Cube 360 Gamer und Burger Boss. Da hat sich nichts geändert, scheinbar, bis jetzt. So, und halt die Pro Pain. Okay, dann geht's weiter zur nächsten Combo. Also, lohnt sich nicht. So, nächste Combo haben wir jetzt hier, was wirklich. Also, ich spiele die schon des Öfteren mal. Den Yacht Club. Ne? Olde vor Transfusel. Ne, weil, ich sag mal so, wenn du jetzt ein Deck hast, also beziehungsweise der Gegner hat schon relativ viele Karten parallel ausgespielt, ja, und du hast jetzt von mir aus zwei Kombos gesetzt, ja, und der hat schon, was weiß ich, wie weit nach rechts gesetzt. Ist natürlich der Yachtclub ziemlich geil, weil er schon ganz gut was wegkrippelt von den ganzen Karten und Warum damit. kann eigentlich Tina den Yachtclub machen? Also es ist nur Jean und Luis drauf. Ja, und Das habe ich mich da, schon immer gefragt. ja, und da krüppelt der schon immer von den ganzen gegnerischen Karten relativ viel weg. Wenn man dann vielleicht nochmal die ein oder andere Cripple All hat oder sowas, macht der Gegner überhaupt keinen Schaden mehr. Und deswegen ist das eigentlich gar keine so schlechte Combo. Also manchmal bin ich ganz froh, wenn ich die spielen kann. Ja? Und dann einfach mal so 10 runter cripple oder 11. Ja? Bei allen Karten. Ja? Also wenn's. Ich habe jetzt leider, glaube ich, hier auf dem Account keine 1000 mehr, sonst würde ich mir die sogar holen. Aber ja, also wer noch 1000 frei hat und den Yachtclub auch das ein oder andere Mal spielt, dem kann ich die nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen. Die Ne? Olde Also von Tranfusel kannst du ja auch empfehlen. nee, das mit Sicherheit nicht, aber. Man sieht ja, es sind ja auch relativ viele Kombo-Möglichkeiten. Also schon alleine die Tatsache, dass du es einmal mit dem Jean machen kannst, dass du es mit der Tina machen kannst, ne? Mit der Louise. Das sind schon drei Charakterkarten. Dann hast du ohne Ende Alkoholkarten. Du hast so viele Kombo-Möglichkeiten, wie du die zusammenbekommen kannst. Das lohnt sich schon wirklich. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit uns, dem Herrn Sofort und mir, dem Herrn Gleich. Bis dann, macht's gut und tschüss. Wie viele Kombos sind denn das? Guck mal ganz kurz durch. Zähl mal durch. Weil das ist schon extrem, oder? Zähl mal durch. Ja, guck mal. Versuch mal grob zu. Guck mal, Alter, das ist der Hammer.
wie viele Kombo-Möglichkeiten es dafür gibt. Ne? Weißt du, wie Karte lange ich zählen muss? Guck mal, lass mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du bist viel zu schnell. 11, 12. Bis wir da durch sind. Geh mal weiter runter. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Kombinationsmöglichkeiten. Also, wow. Also wenn sich das nicht lohnt, weiß ich es auch nicht. Ja, also haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.